Ehrwürdiger Exzellenz, übersende ich in der Anlage die Disposition zum Übergang über den Rhein mit dem ergebenden Bemerken, dass die Ponton, also Pionierkompanie des Grafen Langerangenkorps, am 30. diesen Monat in Nassstetten. Also Hauptmann Joachim Schmidt zeigt seinen Kameraden, wie Blücher über den Rhein setzte, fast so, als sei er selbst dabei gewesen. Und das kam so. Als ich in einer Verwendung den Auftrag hatte, an einer Heeresunteroffizierschule angehenden deutschen Feldwebeln in einem Lehrgang in 28 geforderten Unterrichtsstunden Führung im Gefecht beizubringen. Und dann habe ich mich gefragt, ob das so richtig sein kann, wenn man also 28 Stunden in einem U-Raum sitzt und die Leute damals mit Folien bearbeitet. Und wir haben dann uns entschieden, das in etwas anderer Weise aufzuziehen, in denen wir nämlich ganz konkrete Gefechtssituationen aus der Geschichte räumlich hier im Raum Koblenz eingeordnet, zum Beispiel Blüchers Rheinübergang bei Kaub oder den Brückenkopf der Amerikaner bei Remagen. Das sind jetzt Themen, die auch deswegen gewählt wurden, weil das einfach hier von Koblenz mit dem Bus in einem bestimmten Zeitfenster zu erreichen ist und auch zu machen ist. Und woher weiß er so genau, wie das vor knapp 200 Jahren gelaufen ist? Weil man dort das Museum in Kaub hat. Da kann man also schon mal alles, was mit Ausstattung, Ausrüstung zusammenhängt, kann man sich da auch schon mal anschauen, das Ganze noch als Verstärkungseffekt nehmen. Aber letztendlich bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als sich mühselig durch die Literatur zu wühlen. Und das, was ich immer gemacht habe vor Ort, das wird natürlich jetzt immer schwieriger, das ist ein biologischer Grund, weil die Zeitzeugen Zweiter Weltkrieg, das ist jetzt auch schon fast weg. Und Sie können sich eigentlich immer nur auf Niedergeschriebenes aus den Geschichtsbüchern oder aus Büchern, die sich speziell jetzt mit diesen Themen beschäftigen. Das ist das eine, also eine reine Materialsammlung. Dann muss man immer sehen, dass man, alter Grundsatz beim Bund, Feindmeldung immer aus zwei Richtungen. Also Sie können nicht nur jetzt ein Buch lesen und dann glauben, Sie haben alles, sondern Sie müssen sich schon breit informieren. Wie zum Beispiel beim Kampf um die Brücke von Remagen. Da wird Geschichte zur Gegenwart. Und wenn Sie oben auf der Erblalei stehen, dann bekommen Sie schon das Gefühl, dass die Amerikaner hatten, als sie diesen entscheidenden Berg in eigene Hände bekamen. Also da kann man einfach, wenn man in dem Gelände steht, kann man einfach, ich sag mal, diese Gefühle nicht verbergen. Ganz extrem wird es dann, wenn wir in den Erpeler Eisenbahntunnel gehen. Da war ja zu diesem Zeitpunkt die Masse der Erpeler Zivilbevölkerung, hat dort Schutz gesucht vor Luftangriffen und auch vor den bevorstehenden Kämpfen. Und auch dort trage ich immer vor aus einem Tagebuch einer deutschen Witwe, die dort ihren Ehemann, einen Eisenbahner, dem ist eine schwarze Uniform zum Verhängnis geworden. Die Amerikaner müssen ihn wohl für einen Waffen-SS-Mann gehalten haben. Und dann läuft es ihnen schon eiskalten Rücken runter, wenn sie dann mal dieses Ganze nicht aus taktischer Sicht, sondern aus der Sicht der Zivilbevölkerung sehen. Nicht die Taktik alleine vermittelt der Hauptmann, sondern vor allem das Menschliche. Entgegen ihrer ansonsten vorbildlichen militärischen Haltung, die Mantelkragen hochgeschlagen, die Hände in den tiefen Taschen, Wärmensuchen vergraben, ziehen verzweifelt an der Pfeife und verfluchen den Alten, der sie heraufbestellt hat. Ja? So, jetzt Hufschläge, Bewegung sammeln, der Armeestab ist eingetroffen. Und Sie erkennen, wie üblich auf dem Pferd sitzen Ihren Oberbefehlshaber und es tröstet Sie, dass auch Marschall vorwärts die Ohrenklappen seiner Schirmmütze heruntergezogen hat und jämmerlich friert. Bald geht Hauptmann Schmidt in den Ruhestand. Dann will er seine Führungen auch Zivilisten anbieten.